zweite Bundesliga-Saison 2019 auf 2020. Der erste Spieltag ist gespielt. Der Club ziert den 6. Tabellenplatz nach einem Auswärtssieg in Dresden und erwartet am nächsten Montag die Freunde aus Hamburg vom Krisenclub HSV. Am Donnerstag vor dem Spieltag lässt Damir Kanadi, genau richtig meiner Meinung nach, Torabschlüsse und den scharfen Pass nach vorne hinter die Abwehr trainieren. Aufgabe ist es, den Risikopass zu spielen, da kann natürlich nicht jeder angucken. Kanadi ist ein ganz anderer Trainertyp, als es Michael Köllner war. Er kommentiert jede Szene und hat immer auch gleich einen Hinweis parat. Holt ihn hier, hol ihn hier. Yes. Und fertig werden. Yes! Bravo! Nur so kann es gehen. Sonst geht es nicht. Ja, André. Wer beim Training zuschaut, hat das Gefühl, dass die Übungen schon genau die richtigen sind, weil sie die Profis an den Stellen richtig fordern, an denen in den vergangenen Spielen Schwächen erkennbar waren, nämlich im Spiel nach vorne. Bravo! Ah, Läufe, Läufe, guter Ball! Ja! Ja.
Hoppala! Hoppala! Positionen rangieren, Jungs! Positionen rangieren! Alles in allem macht das Training einen sehr guten Eindruck und die Mannschaft kommt sehr sympathisch rüber. Und die Edelfans warten natürlich wie nach jedem Training wieder darauf, ein Autogramm zu bekommen oder ein Selfie mit den Spielern zu machen. Der Club ist und bleibt der beliebteste Verein Frankens. Und wir wünschen dem 1. FC Nürnberg für das Heimspiel am kommenden Montag gegen den HSV viel Erfolg, vor allem einen Heimdreier, sodass die Erfolgsspur jetzt erst einmal weitergeht und wir den Traum des sofortigen Wiederaufstiegs weiterhin leben können.